Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Letzte Folge haben wir die Eiskönigin hier getötet, nachdem sie ihren Bruder ein bisschen angeknackt hat. Also sie hat auf ihn geschossen. Aber das passt schon alles. Gut. Hier gibt es sonst nichts. Wir haben eine goldene Pistole bekommen. Ja, das ist gerade ziemlich uninteressant. Wir schauen einfach mal, wie die ist. Sobald der Weg zur Kammer frei ist, stoße ich mit dem Rest des Kammerschlüssels zu dir. Ja, na gut, so ungeil ist die auch wieder nicht. Ich geb's ja zu. Ich gab es. So. Wie ist sie denn gestorben? Das ist der Gründer höchstpersönlich. Singleton Talbot Jacobs. Er hatte ein gutes Auge für Feinheiten, hat darüber aber das Gesamtbild vergessen. Kleiner Tipp, hör dir die Aufzeichnung an. Welche Aufzeichnung? Singleton ganz unverhofft geriet an eine Dirn. Sie wollte sein Geld und setzt ihm ihre Waffe auf die Stirn. Er passte nicht auf, stierte in ihren Lauf und die Kugel ging direkt durch sein Hirn. Singleton wurde überfallen und er hat angefangen, den Lauf der Waffe des Räubers zu untersuchen. Jedenfalls bis der Räuber abgedrückt hat. Jetzt weiter zur Menagerie. Ja, das ist natürlich auch cool. Erinnert mich ein bisschen an Bud Spencer und Terence Hill. Beim Pokerspiel. Da hat der Böse seine goldene Pistole auf den Tisch gelegt, so von wegen. Nee, nicht auf den Tisch gelegt, er hat den Terence Hill bedroht damit und der Terence Hill ganz locker nimmt die Waffe aus der Hand und sagt, oh cool, ja, die ist was wert und dann legt er sie halt auch auf den Tisch. Also, ja. Voll lustig. So. Och, gesperrt. Ihr könnt mich mal. Sperr mal auf. Ja, okay. Da sind noch ziemlich viele Sachen gesperrt. Diese Menagerie wurde von meinem Großonkel Maddox errichtet. Maddox hat allen misstraut. Der Mann wollte zwischen sich und dem Rest der Welt immer Eisenstäbe. Einmal hat er seine Spaghetti nachgemessen, weil er dachte, der Koch hätte die Nudelquote unterschritten. Ich sehe totes Fleisch. Noch ein gebrochenes Herz. Maurice ist gnadenlos erfreut. Wer ist denn der Maurice? Ein gebrochenes Herz, ein zitterndes Lächeln. Zu schwach, Schlappschwanz. So, das ist interessant, aber schon wieder zu voll hier. So, wieder alles voll. 3000. Warte. Das können wir ja mal wegschmeißen. Das auch. 900. Zu wenig. Hä?
Das ist fast das gleiche. Naja, okay. Dann. Die ist da weg. Und da habe ich dann wieder ein paar Sachen. Geht das da rein? Das gibt 3000. So. Machen wir euch auf. Nicht gut. So. Das ist natürlich auch immer geil hier. Die ganzen Iridium-Dinger. So. Fast 600 habe ich davon. Ich habe jetzt 600. Der Auftritt war cooler als der Gegner. Na naja, egal. Schlagen wir es kaputt. Kaputt. Oh yeah. Gut. So, jetzt hat er aber. Maddox war furchtvoll und verließ nie das Haus. Denn die Welt, dachte er, war auf sein Ableben aus. Sein Butler bereut's und mit einer Waffe im Kreuz starb er nervös wie eine Maus. Tja, der alte Maddox hat so verbissen aus dem Fenster gestarrt, dass er völlig übersehen hat, was sein Butler gegen ihn ausgeheckt hatte. Ah, welch grausiges Drama. Das letzte Rätsel ist im Gewächshaus. Die Lampe ist ein... Na gut, die Pistole ist cool. Zerstört! Ehe. Ja, dann schauen wir mal, wo die andere ist. Ah, so viele Munition habe ich dann nicht mehr. Dieses Gewächshaus wurde von meinem Großvater Wharton konstruiert. Der erste Jacobs, der Waffen an Leute verkauft hat, die keinen Schnurrbart tragen. Ein Mann großer Visionen und größerer Gier. Er hat den Namen Jacobs groß gemacht. Wenn auch nur, um sich selbst zu bereichern. Ich bin tot! Wir sind alle tot! Ich bin tot, ich bin tot, ey. Wir sind alle tot! Ah, nice. Sicher? Kommt schon, Schlappschwänze! Recycelt mich! Ein gebrochenes Herz! Ein zitterndes Lächeln! Tut es für den Schirm! Glaubst du,
Bye bye. Hierüber, du Ketzer! Du! Hängt es den Bengal! Komm gleich zurück! Das ist so süß! Ich komm gleich zurück! Dass auch sein Herz so kunstvoll gebrochen wird. Irgendwann. Voll aufs Fressbrett. War das zu viel für dich? Ich bereue. Und ich gewinne. Irgendwie komme ich da hoch. Ah, vielleicht über die Leiter. So, dann habe ich hier nämlich so ein kleines Sprachding. Ich dachte, man kann da rüberspringen. Das klingt irgendwie ein bisschen seltsam. Aber wahrscheinlich bin ich nur versaut. Und Boden und war auch ein Pichler. Doch makellos glänzend ist furchtbar glatt und trunk außerdem nicht sehr sicher. Er verfehlte den Tritt, fiel auf seinen Schritt und segnete dann das Zeitliche. Wharton ist in der Fabrik gestürzt und laut ärztlichen Befund an tödlicher Testikulartorsion verstorben. Die Diagnose wurde extra für ihn erfunden. Innovation lag meinem Opa einfach im Blut. Na, du hast diese Rätsel schneller gelöst als ein Saurianer bei der Balz. Jetzt geh zur Terrasse zurück. Dort ist ein Schalter, der den Kammereingang enthüllt. Siehst du, Winnie? Der Kammerjäger rätselt genauso gern wie du. Ja, ich schätze, in deiner Brust schlägt immer noch das Herz eines echten Abenteurers, Kammerjäger. Ich bin sowas von abenteuerlustig. Ich habe Dinge gegessen, von denen du noch nicht mal gehört hast. Ehrlich, frag mir was und ich esse es. Ja, was? Für dich fällt der Vorhang! So hart warst du nun auch wieder nicht. Nur Schrott. Ja, du wirst ihre Herzen brechen. Mhm. Sind wir dann bald fertig? Ja, gut. Ich will das. Du brauchst schon mehr, um eine Elchbullen umzulegen.
Ist natürlich auch echt lustig. Also man hat keine Schilder, aber reduziert eingehenden Schaden um 23%. Ich will das mal ausprobieren. Den nehme ich trotzdem noch mit. Das ist auch gut. Ich will mal wissen, wie das dann am Schluss ist. Also, ich glaube, das bringt es nicht, aber mal schauen. Das ist es, Kammerjäger. Mein Familienvermächtnis. Ein kleiner Preis, um die Firma Jacobs wieder in die Hände des rechtmäßigen Besitzers zu legen. Vielen Dank. Gar nicht übertrieben. Geh zur Kammer. Wir treffen uns dort. Ich will aber noch nicht. Ich habe ja viel zu viel Stuff hier. Na gut. Alles durchladen. Und dann schauen wir mal. Alles durchgeladen. Ja. Na dann, schauen wir mal. Ich mach mal kurz das Fenster zu. So. Triff Tennis. Ja, moin. Du hast es geschafft. Das Fragment, Kammerjäger. Ja. Wir haben nicht viel Zeit. Ach. Tut mir leid, das habe ich mal irgendwo aufgeschnappt und wollte es immer mal selbst sagen. Jedenfalls haben wir keine Zeit für Spielereien. Ich setze den Kammerschlüssel zusammen. Gut. Keine Rückerstattung. So, die da weg. Wieso ist... Ah, okay, ich mach's einfach mit Tastatur. Schade, nach vorne gerechnet. Also, der hat auch ein Schild, aber das ist uninteressant. Plus 60% Nahkampfschaden. Der verbraucht. Ja, nur für Jam hier. Werde ich mal ausprobieren. Den brauchen wir nicht. 120 und unbegrenzte Munition. Plus 2. Ui, okay. Ah, jetzt sehe ich das erst unten, der Finger, der Daumen. So, dup, 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 dup. Ah ja. Der ist natürlich auch cool. Warte, Feuerrate 7. Ah, der ist natürlich krasser. Das will ich mal ausprobieren. Meine ist besser.
mal eine Spesser. Tri-Cup-Pfeil ist natürlich interessant. Wen haben wir gerade? Das weiß ich nicht. Den behalten wir. Ich hatte auch mal sowas. Ja, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Schadensboost. 57%. Das ist natürlich krass. Rutschen verursacht Bonus. Brandschaden. Das ist natürlich auch. Wenn du ein Element. Wird dein Schaden mit. Das ist geil. Wut. Erhöht deine Sprint- und Feuerrate. Nee. Am gefrorenen Ziel. Ich hab nichts Gefrorenes gerade. Genau. Hier ist 400 mal 5. Ja, die ist ein bisschen krasser. Plus, ja, wobei, 400 mal 5 sind 200. Ja, die 600 mal. Warte, aber jetzt muss ich kurz rechnen. Also hier ist 1600 plus 75%. Aber das ist halt, ja, das sind halt 1700 und der da hat natürlich 2000. So, okay. Mehr schießen, mehr kaufen. Gut. Ja, warte. Hab mein Bestes gegeben. Gut, dann sind wir fertig. Hallo, Kammerjäger. Alter, deine Augen. Alter. Ich denke, du weißt, wo das hingehört. Warte, ich werde mal kurz das verschieben. Seid ihr bereit? ich habe nur gerade auf die Uhr geschaut und wir werden das natürlich Cliffhanger-mäßig erst in der nächsten Folge machen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und ihr hasst mich jetzt nicht so wie den krassen Cliffhanger. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.